Und ich wollte nur mal sagen, ja, dieses Mal habe ich schon vorher, also ich muss nicht zuerst mal alles machen, also damit meine ich die Mission ewig suchen, also wo die Missionentafel, sag ich dazu, dieses Mal ist, das tue ich jetzt nicht. Ich habe schon die Mission angenommen. An alle Einheiten. Ich brauche jemanden, der einen gestohlenen Wagen verfolgen Ja. kann. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ah, so kann man in die Innenperspektive. Ach so, mit 4 ist auch. Ich halte einfach mal Blaulicht ein. Oh, Digga. Ganz geile Lenkung. Ich meine, es kann gut lenken, aber weißt du? Es kann gut lenken, aber ich kann damit nicht gut fahren. So, wisst ihr? Die Familie ist perfekt geschafft. So ist es geil. Also es ist voll geil. Das geile Armaturenbrett. Hier ist mein Spiegel. Ich überhole gerade einen Bus. Ich hab ihn. Oh oh oh, jetzt wechsle ich in die Außenperspektive. Ich will gar nicht abgehen, aber. Ja, glaubt ihr, hole ich dir noch ein. Wo ist denn der hin? Ja, mir wird er wieder angezeigt. Pass auf! Ja, ich weiß. Oha, wie brettert denn der davon? Wie verfolgt. Mann, jetzt. Oh, jetzt nicht in den Ernst. Ich nehme sie wegen versuchter Flucht und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer fest. Aber so war das doch überhaupt nicht. Ich dachte, sie sind hinter jemand anderem her. Aha. Dame. Jetzt muss ich den Fahrten zur Station bringen. Da steht's Auto.
Fahrt das jetzt einfach weiter? Ich schätze nicht. Ich habe keinen Verkehrsunfall, aber ich schalte einfach trotzdem mal die Matrix ein. Ja, Mann. Aufregende Arbeitstage. Ja, zuerst habe ich so gedacht, dass ich den schon erachtet habe. So, da steht er noch immer. Zuerst habe ich so gedacht, ja, ich habe den eh schon, aber nein. 6,7 Kilometer, 6,5. Oh, ganz schön viel. Was schafft dieses Auto? Ich habe gehört, dass man dieses Fahrzeug auch tunen kann. Schafft es die 200? Ja, na klar! Oh nein, oh nein. Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn ich damit mal in die Garage fahren würde. Beide sind dann noch. Ja, wow. Fahr dann mit Vollspeed, Digga. Hey! Ja, es wird mir sogar schon angezeigt. Oh nein. Ich habe mich hier immer an die Gesetze gehalten, okay? Alter, einfach als Polizei selbst dich an die Gesetze halten. Ich werde gleich noch von meinen Kollegen verfolgt werden. Hier sieht es nach der Einfahrt aus. Ja, perfekt. Aber was ist jetzt die Garage? Ist das die Garage? So. Ja. Folgender. Ja, Mann. Danke. Ich muss mein Auto noch reparieren. Und mein Blaulicht auch ausschalten. Geil. Perfekt. Ja, endlich.
Spiel gesperrt. Da gibt's ganz schön viele Wagen. Wow, war's das jetzt? Digga, ich wollte doch ein Fahrzeug rüber. Das ist repariert. Repariert für neue Dinge. Aber komm. Na, ich will das doch nicht. Wir haben noch 9 Minuten, okay? Vielleicht auch 10, aber... Weißt du, was wir in denen machen? Es gibt doch so Warndreiecke, die auf der Autobahn vergessen wurden. Und die sammeln wir ein. Hey, Flixbus. Wo sind die Bahndreiecke? Sind doch schon welche Schlawiner, oder? Ich meine, danke. Danke. Unsere Notrufzellen. Oh, das ist eine Notrufzelle. Perfekt. Fahrzeuge. Wir suchen einen blauen Kombi. Der Fahrer soll einen Juwelier in der Stadt ausgeraubt haben und nun über die A55 flüchten. Wer ist in der Nähe? Nein, ich habe leider jetzt keine Zeit. Ich muss den üben. Hier spricht die Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Und hier ist Wagen 1. Wir sind ganz in der Nähe und testen die Säulen. Gut, diese funktioniert jedenfalls. Und falls mal nicht, sollte sie schnell zu ersetzen sein, so nah wie sie an der Wache ist. Das stimmt. Trotzdem muss jemand mitkriegen, dass sie nicht funktioniert. Und jetzt macht mal weiter eure Runde. Hey, warum 4% Schaden? Nein, gar nicht. Vielleicht steht irgendwo ein Wandreieck. Hey, immer steht ein Wandreieck, wenn ich einen Auftrag habe. Ah, hier bin ich eh schon mal dran, das sehe ich. Ist das so eine Notrufsäule? Oh. Ich glaube, da gibt es dann viele Wandreiche. Dann wurden viele vergessen. Ich habe mein Auto gerade so schön frisch wieder repariert und ist direkt kaputt. Ach, ist doch. Wagen 11, bitte kommen. Wagen 11 hört. Vergesst nicht, dass nachher wieder LKW-Kontrollen nahe der Grenze stattfinden. Heute seid ihr dran. Ja, Mama. Oh, auf deinem. Was ist denn da?
nehmen wir noch das eine Rad. Mann, ich will auch noch. Kann ich ja nicht um. Oh, eine Quietsche. Nein, wir sind doch Polizisten, mein Kollege. Wir sammeln da so eine dumme Quietsche. Egal. Die haben doch, sind die dumm oder so? Ich hab doch Digga, weißt du was, mich juckt das jetzt auch nicht. Weil jetzt sind sie wirklich selbst schuld. Was ich heute auf jeden Fall noch machen werde, sogar auf jeden Fall, ist doch ein Wand. Okay. Nein, aufsteigen, ich will doch aufsteigen. So, hier schön dieses Foto machen. Warnzeichen, was? Schnellbus, ja, Flixbus ist das. Ah, hier ist endlich ein Warnzeichen. Juhu. Gott sei Dank ist. Also. Das holt sich vermutlich eh keiner wieder. Ich nehm's mal mit. Einfach mal in die Hose eingesteckt. Chillig. Digga. Ich möchte das aufhalten. Bist du dumm oder so? Digga, was ist denn mit dem los, Leute? Willst du uns umbringen? Nein. Hat er nur einen Totalschaden. Egal. Ey, wer bist denn du? Lokis heißen. Hey, wo ist der? Kann mich doch nicht beruhigen. Leitstelle für Wagen 15, bitte kommen. Leitstelle hört. Wir haben auf dem Seitenstreifen der A47 bei Kilometer 102 eine äußerst aufgebrachte Dame angetroffen. Sie beschwert sich, dass ihr weißer Sportwagen von einem Güllefahrzeug beschmutzt wurde, als sie an den Feldern vorbeigefahren ist. Das Fahrzeug ist allerdings weit und breit nicht zu sehen und der Wagen sieht eher aus, als wäre er ein paar Wochen lang nicht gewaschen worden. Das klingt ja, als wollte sie sich die Fahrt durch die Waschstraße von jemand anderem bezahlen lassen. Falls an ihrem Wagen bleibende Schäden entstanden sind, soll sie sich bei der örtlichen Polizei melden. Aber zuerst würden wir empfehlen, das Auto einmal zu reinigen. Wir versuchen es ihr zu erklären. Das ist bei dem Gezeter nicht einfach, aber wir tun unser Bestes. Bleibt um Himmels Willen höflich. Immer doch. Oh, danke schön. Nein. Da vorne, da ist irgendwas.
Bodo. So, schauen wir uns das mal genauer an. Ja, was muss man? Hey, wie cool kann man da hin, ne? Ich muss sie einstellen. Was? Warmteig? Ich sammle noch dieses Dreieck auf, was ich da übersehen habe. Holy shit. Immer. Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Wir sind auf der Suche nach einem roten Minivan. Das Fahrzeug wurde auf einem Park-and-Ride-Parkplatz gestohlen und bewegt sich nun auf der A56. Fahrtrichtung. Das holt sich vermutlich eh keiner wieder. Ich nehm's mal mit. So. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gern Like und Abo da. Hiermit verabschiede ich mich. Ciao.